Wer hätte das gedacht? Die Bullen aus Leipzig grüßen nach dem 13. Spieltag von der Tabellenspitze. Wir bei OneFootball denken, warum nicht? Da geht noch mehr. Hier sind unsere 5 Gründe, warum es durchaus vorstellbar ist, dass Leipzig diese Saison deutscher Meister wird. Erstens, das Leipziger Scouting hat in der vergangenen Transferperiode ein goldenes Näschen bewiesen. Naby Keita, Leipzigs Offensivmotor, und Timo Werner waren absolute Volltreffer. An zweiter Stelle der Teamgeist. Man sieht es den Jungs an. Jeder kämpft für den anderen. Die Gruppendynamik scheint echt zu stimmen. Da spielt doch die Gehaltsobergrenze eine sehr wichtige Rolle. Drittens, never change a winning team. Die Bullen surfen momentan auf einer Erfolgswelle. Und die Startelf wurde seit dem 10. Spieltag nicht mehr geändert. Sollten sie alle verletzungsfrei bleiben, kann es so weitergehen. Unser vierter Punkt ist die taktische Variabilität der Leipziger. Ihr Hauptsystem ist ein 4-4-2 mit extremen Offensivpressing. Allerdings können sie auf jede Spielsituation reagieren und beherrschen auch Tempowechsel mit Ballbesitzfußball, wo die Stürmer in ihrer Position rotieren und auf die Außen ausweichen. Und zu guter Letzt hat Leipzig ein herausragendes Führungsduo mit Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttl. Rangnick ist der Vater des Erfolgs bei den Bullen. Er sorgt mit Medienpräsenz für Ruhe innerhalb des Clubs und kann auch sportlich Akzente setzen. Hasenhüttl zeigt, dass die erfolgreiche Saison mit Ingolstadt kein Zufall war. Ganz im Gegenteil. Er ist redegewandt, zeigt Führungsstärke und identifiziert sich schon komplett mit den Leipzigern. Ihm verdanken sie die spielerische Intelligenz. Beide verkörpern einfach eine perfekte Einstellung und halten trotz Erfolg den Ball flach. So, was denkt ihr? Seid ihr unserer Meinung oder eher nicht? Lasst es uns wissen und kommentiert, wer eurer Meinung nach Meister wird. Achso, und wenn ihr schon mal hier seid, dann schaut euch doch mal an, welche möglichen Transfers den Dortmundern vielleicht zur Meisterschaft verhelfen könnte. Oder unseren Spieltagsrückblick Fakt ist. Das war's.